that you're, you know that you're the best. I know you're unstoppable. I know you woke up feeling nothing is impossible. So Freunde, euer Simon hier, es ist Montag, es ist selbstverständlich Gym-Time. Wir sind in meinem kleinen Private Gym und heute gibt es ein ganz besonderes Video. Ein ganz, ganz besonderes Video und zwar machen wir die kleine Challenge. Ich habe beim letzten Trainingsvideo einfach mal so gesagt, ja, vielleicht mache ich das mal, dass ich einfach mal versuche, einen 50er Oberarm aufzubauen. Vielleicht mache ich da irgendwie so ein Projekt mal draus, dass ich versuche, 50er Oberarm aufzubauen. Und viele fanden die Challenge so cool und jetzt habe ich einfach überlegt, wir machen das jetzt einfach mal. Ich mache es aber nicht alleine, ich mache es mit euch. Ich werde euch heute ein Workout zeigen, mit dem wir das meiste aus dem Umfang unseres Oberarms rausholen. Und bevor ich starte, ich habe mir eine kleine Aktion überlegt. Viele haben gesagt, Simon, mach doch mal wieder ein paar Rabattaktionen, ein paar Aktionen und so weiter. Und ihr wisst, ich mache so sehr, sehr gerne Werbung. Es gibt, weil jetzt der Sommer anfängt, weil ich das Ding gerade anhabe, gibt es meinen Tank zum halben Preis für einen Zehner. Und, passt auf, haltet euch fest, es gibt zu jeder Bestellung tatsächlich ein Just Gym Handtuch. Das heißt, selbst wenn ihr das Ding bestellt, kriegt ihr zusätzlich nochmal ein Handtuch. Unfassbar, absolut unfassbar. Nein, das ist wirklich ziemlich krass. Also bitte nur solange der Vorrat reicht, schlagt einfach zu. So, das ist meine Art von Werbung, mir macht es riesen Spaß. Und so, jetzt gehen wir mal los. Das klingt jetzt tatsächlich ein bisschen quatschig. 50er Oberarm, natural, ist das möglich? Wenn ich es schaffe, heißt es nicht, dass alle es schaffen können. Das heißt, 50er Oberarm werden vielleicht sogar ganz viele, selbst wenn sie unglaubliche Mengen an Stoff nehmen, vielleicht nicht erreichen. Es gibt aber auch trotzdem, wenn ich es nicht schaffe, trotzdem wird es Leute geben, die es schaffen können ohne Stoff. Und weil sie vielleicht bessere Voraussetzungen haben, weil sie vielleicht größer sind und so weiter. Das heißt, mein Einzelfall ist selbstverständlich. Deswegen so ein bisschen das Ganze mit Humor zu sehen, den Titel. Aber ich möchte euch wirklich mit dieser kleinen Challenge zeigen, wie man tatsächlich das Beste aus seinem Oberarmumfang rausholen kann und das eben mit Hilfe der Anatomie und mit Hilfe der richtigen Übungen für die perfekte Anatomie des Oberarms. Deswegen gibt es auch gleich tatsächlich ein echtes super geniales Workout, aber ich meine es tatsächlich auch ernst. Ich will wirklich mal gucken, was kriege ich aus meinem Oberarm raus. Deswegen messen wir jetzt mal ungefähr, wie viel ist mein Oberarmumfang jetzt. Ich schaue einfach mal, ich weiß gar nicht, ob ich den perfekten Punkt habe. So, gucken wir mal. Ja, 46,5, 47 ungefähr. Ich habe tatsächlich ein bisschen Pump drin, habe aber keine Kohlenhydrate drin. Habe nicht richtig, also 47 ist, glaube ich, tatsächlich jetzt mein Wert. Und ich trainiere die Oberarme nicht gezielt alleine. Das werde ich jetzt aber auch tun, genauso wie ihr. Ich möchte, dass ihr mitmacht. Ich möchte, dass ihr dieses Workout mitmacht, vorher messt, mir ein Foto schickt. Also erst, wenn ihr fertig seid, Foto macht und mir dann nachher, 6 bis 8 Wochen ungefähr, werden wir das dann, ich werde euch aber noch vorher Bescheid sagen, ich möchte, dass ihr mir das schickt, damit ihr eine kleine Motivation habt und der Beste bekommt einen richtig schönen Preis von mir. Also macht einfach mal mit. Ich verspreche euch, mindestens 1, 2, 3 Zentimeter sind drin, wenn ihr Anfänger seid, wenn ihr vielleicht noch nicht die Oberarme so trainiert, da ist einiges drin. Warum können wir aus dem Oberarmumfang so viel rausholen? Weil wir theoretisch 6 Muskeln haben, die auf den Oberarmumfang Einfluss nehmen. 6 Stück. Wir starten mal mit dem Bizeps, mit dem vorderen Teil des Oberarms. Und wir haben 3 Teile, die auf den Umfang Einfluss nehmen. Und diese werden wir jeweils mit der bestmöglichen Übung bearbeiten. Das heißt, wir gucken uns jeden Muskel einzeln an und bearbeiten diesen mit einer einzelnen Übung. Und für jeden Teil werde ich euch 2 alternative Übungen vorschlagen. Und diese machen wir. Wir machen dieses Workout 2-mal die Woche und wir switchen immer eine von den beiden Übungen für diesen Teil. Fangen wir einfach mal an mit dem kurzen Bizepskopf. Der hat, schaut euch das einfach mal an, selbstverständlich großen Einfluss auf euren Oberarmumfang. Der ist sehr dick, der ist sehr recht groß, wenn ihr von vorne schaut. Und den sollten wir selbstverständlich trainieren. Meiner Meinung nach, nicht die besten, aber so 2 der besten Übungen, um wirklich den Teil, es arbeiten immer alle mit, aber um den Teil richtig schön am besten zu treffen, ist zum einen Konzentrationscurls. Das heißt, wir machen entweder Konzentrationscurls bei einem Workout richtig schön. Wir machen sowohl Sätze mit im Wiederholungsbereich, ich sag mal von 8 bis 10 und wir droppen das Ganze noch und machen dann nochmal richtig schöne Ausbrennsätze bei jedem Satz. Das heißt, so erreichen wir wie so ein kleines holistisches Trainingssystem für jeden einzelnen, für jede Faser, für jeden Muskeltyp erreichen wir so praktisch sowohl wenig Wiederholung als auch mehr Wiederholungen.
Konzentrationscurls oder meiner Meinung nach auch eine fantastische Übung, um den kurzen Bizepskopf richtig gut zu treffen, sind eben Langhantelcurls, wo ihr den Griff etwas breiter greift. Also etwas breiter greifen, nicht zu eng, weil sonst trefft ihr auch etwas verstärkt den langen Kopf. Wir wollen ja erstmal den kurzen Kopf treffen, etwas breiter, langer Griff und die genauso. Richtig, richtig schön. Eine von beiden beim Workout und die zweite beim nächsten Workout. Also diese zwei hauptsächlich für den kurzen Kopf. So, jetzt kommen wir mal zum langen Kopf. Wenn ihr euch den anschaut, der ist zwar etwas dünner, wenn ihr von vorne schaut, aber der macht eben die Höhe aus. Das heißt, auch der ist super wichtig für den Armumfang. Den wollen wir jetzt auch gezielt mit reinnehmen. Wie kriegen wir den gezielt mit rein? Auch da habe ich zwei Übungen für euch, die wir immer mal die eine, mal die andere trainieren. Und einmal am Seilzug, um den wirklich bestmöglich zu treffen, den langen Kopf, sollte der Oberarm ein bisschen hinterm Körper sein, weil er eben über das Schultergelenk läuft und so kann er einfach besser arbeiten. Da guckt ihr euch aber die gezielten Übungen an, die gezielten Workouts, wo ich die Anatomie erkläre. Der Oberarm für euch jetzt müsst ihr einfach wissen, der muss hinter den Körper und da ist Seilzug einarmig perfekt hinterm Körper. Volle Range of Motion, richtig schön anspannen und wieder die volle Range zurück. Fantastische Übung, der ganze Bizeps arbeitet, aber besonders eben der lange Kopf. Wir treffen ihn besonders, besonders gut, weil er eben durch die Armstellung perfekt getroffen werden kann. Und die alternative zweite Übung ist eben von der Idee ähnlich, aber einfach um da ein bisschen Schwung reinzukriegen ins Workout. Schrägbank, Kurzhanteln, genauso die Arme hinter den Kopf und auch da richtig schön squeezen, das was ich beim letzten Workout gezeigt habe und richtig, richtig schön da die Übung machen. Also richtig schön auf der Schrägbank, Kurzhantel-Curls, auch fantastisch, auch für den ganzen Bizeps, aber eben besonders für den langen Kopf eine super, super gut geeignete Übung und damit haben wir, wie gesagt, den kurzen Kopf eine Übung, den langen Kopf eine Übung bei einem Workout. Und jetzt, welchen Teil können wir noch nutzen, um praktisch da den Umfang zu vergrößern? Selbstverständlich den Brachialis. Selbstverständlich. Der drückt zum einen auf die Höhe. Das heißt, der drückt auch, wenn ihr den richtig schön austrainiert, drückt er auch ein bisschen den langen Kopf nach oben. Das heißt, ihr kriegt auch ein bisschen mehr Höhe rein. Aber selbstverständlich ist das auch ein ganz schöner Knubbel, der dafür sorgt, dass wir einen dickeren Arm bekommen. Deswegen den niemals vernachlässigen. Und da auch zwei Übungen zur Alternative. Zum einen meine absolute Lieblingsübung ist Hammer Curls, richtig schön ausführen, versucht den richtig zu fühlen, einarmig, richtig, richtig abwechselnd praktisch, jeweils immer mit einem Arm, versucht die Hammer Curls richtig, richtig schön zu fühlen und als zweite Übung mit einer SZ-Stange praktisch Reverse Curls, also im Obergriff. Da trefft ihr auch super den Brachialis und auch jeweils bei einem Workout die eine oder die andere. Und wir machen jede Übung eben in so einen Dropsatz. Das heißt, wir fangen an mit einem Gewicht, mit dem wir eben maximal 8 bis 10 Wiederholungen schaffen. Und dann nehmen wir etwas weniger Gewicht und machen direkt im Hinterher nochmal 15 bis 20 Wiederholungen, damit wir den Pumpsatz auch nochmal mit drin haben, weil eben beide Wiederholungsbereiche wichtig sind für eine bestmögliche Armentwicklung. So, und als zweites jetzt gehen wir an den Trizeps, auch im Trizeps. Und ihr wisst, beim Trizeps können wir wesentlich mehr für den Oberarmumfang machen, weil der vom Volumen viel, viel mehr einnimmt vom Oberarmvolumen als der Bizeps. Deswegen da besonders auch sehr, sehr stark konzentrieren. Und da haben wir drei Köpfe, genauso drei Köpfe, die für den Umfang verantwortlich sind. Wir haben hier den lateralen kürzeren Kopf sozusagen des Trizeps. Auch der ist besonders wichtig, wenn wir später messen wollen. Der ist zwar recht kurz, aber der hat diese Höhe genau da, wo wir messen. Das heißt, der ist ganz wichtig, um den richtig schön rauszuformen. Da machen wir am besten entweder mit einem Seil am Seilzug richtig schön, wo ihr euch auf das hintere Stück konzentriert, macht die ganz sauber, versucht die richtig gut zu fühlen. Gleiches Spiel. Eine von beiden Übungen und das auch jeweils mit 8 bis 10 Wiederholungen und das Ganze wieder droppen. Oder, wie gesagt, nimmt da wirklich die gerade Stange und konzentriert euch da auch eine richtig saubere Ausführung. Meiner Meinung nach immer noch für den Teil so eine der besten Übungen, eine von den beiden ist immer noch eine der besten Übungen für den Trizeps, für den lateralen Kopf. Für den langen Trizepskopf und der ist noch wesentlich größer vom Volumen. Also schaut euch da wirklich das Fleischstück an, da ist wirklich richtig viel Volumen, den sollten wir unbedingt mit beachten, den unbedingt auch mit trainieren. Da zeige ich euch ja zwei Übungen, die meiner Meinung nach sehr, sehr gut sind. Nicht die besten, aber die sind sehr, sehr, sehr gut, besonders um den langen Kopf zu treffen. Selbstverständlich wird immer der gesamte Trizeps oder alle drei Teile trainiert, weil ihr immer den Arm streckt. Aber der lange Kopf reagiert sehr, sehr gut, wenn ihr den Arm über Kopf habt. Das heißt, wenn ihr den Arm über Kopf habt und wenn ihr eben ein bisschen über die Schulter dreht, weil natürlich er auch über das Schultergelenk dreht. Und so erreicht ihr den sehr, sehr schön. Meine Lieblingsübung mit dem Seilzug, die kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr euch meine Videos anschaut. Richtig schön Hinterkopf, immer das Stückchen zurückgehen, dann nach vorne.
und dann erst den Arm strecken. Damit erreicht ihr den ganz, ganz fantastisch. Wirklich also insgesamt meine Lieblingsübung für den Trizeps. Oder Skull Crushers, am besten mit Kurzhanteln. Ihr könnt die auch mit SZ-Stange machen, aber am besten mit Kurzhanteln, wo ihr auch richtig schön in den Stretch geht, wo ihr die Arme ein bisschen zurückzieht, gerade und dann komplett strecken. Dass ihr wirklich beide Teile habt, sowohl die Streckung des Arms als auch die leichte Drehung über die Schulter. Damit werdet ihr den langen Kopf am besten treffen und jeweils eine von beiden Übungen für speziell den langen Kopf, die kommt auch noch ans Workout dran. Und dann haben wir beim Trizeps natürlich noch den dritten Trizeps-Teil sozusagen. Den kann man nicht wirklich isoliert trainieren. Aber ich habe jetzt einfach mal zwei Übungen rausgesucht, wo ich finde, dass ich die am besten fühle. Das ist wirklich ein bisschen schwer zu sagen. Aber ich finde tatsächlich, dass man zum einen bei sehr, sehr engem, bei engem Bankdrücken, zum Beispiel mit der SZ-Stange, dass man den da sehr, sehr gut fühlt, dass man den da schön, ja, schön reinbekommt. Deswegen nehmen wir die rein. Oder Dips. Zum Beispiel, das ist auch so eine schöne Übung, wo ich den Teil ganz, ganz gut fühle. Aber wie gesagt, da kann man jetzt nicht sagen, dass ihr den aus speziell noch trefft. Aber eine von den Übungen nehmen wir mit ins Workout noch auf. Und wie gesagt, beim nächsten nehmen wir die andere mit auf. Und damit habt ihr alle drei Trizepsteile, sozusagen alle drei Trizepsköpfe mit drin. Und welche zuerst, welche danach? Das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Teil des Ganzen. Wir trainieren den Teil, wo ihr denkt, wo ihr einfach euch mal euren Arm anschaut und wo ihr jetzt sagen würdet, der Teil ist bei mir am schlechtesten ausgebildet. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal beim Bizeps. Ihr habt einen ganz guten inneren Teil, aber eine schwache Spitze. Das heißt, einen schwachen äußeren langen Bizepskopf. Dann nehmt erstmal die Übung, wo ihr den langen Bizepskopf trainiert. Das heißt, nehmt erstmal eure Schwäche, dann das zweitschlechteste und dann den besten Teil. Und das sowohl beim Bizeps als auch beim Trizeps, weil eben, wie gesagt, immer alle Teile mit trainieren und den ersten, auf den wir uns am besten konzentrieren, den können wir auch am besten trainieren. Und das, wie gesagt, jeweils bei jeder Übung machen wir drei Sätze und drei Sätze so, dass wir mit einem Gewicht starten, mit dem wir 8 bis 10 Wiederholungen schaffen und dann droppen wir das Ganze und machen nochmal in etwa 15 Wiederholungen, um den richtig, richtig, richtig auszubrennen und davon drei Stück, also drei Drop-Sätze pro Muskelteil und wie gesagt, erst Trizeps und dann Bizeps oder andersrum, wenn ihr da die Schwäche habt. Und dann haben wir wirklich die Chance, einen 50er Oberarm aufzubauen. Und wie gesagt, das ist ein bisschen mit Augenzwinkern zu sehen. Aber ich wollte euch mit diesem Video und ich will euch auch mit dieser Challenge einfach ein bisschen die Anatomie erklären, ein bisschen die besten Übungen oder ein bisschen erklären, welche Übung welchen Teil am besten anspricht. Und einfach mal ein bisschen, ja, dafür sorgen, dass wir eine kleine Challenge wieder haben, dass wir mal wieder ein bisschen, dass ihr einfach ein bisschen mitmachen könnt und dass ihr einfach ein bisschen Motivation habt, da dicke Oberarme aufzubauen. Ich hatte jetzt einfach auch Lust darauf, mal wieder die Arme isoliert zu trainieren. Dieses Workout machen wir zweimal die Woche und ich bin gespannt auf eure Erfolge, ich bin gespannt auf eure Resultate. Ich bin gespannt, ob es tatsächlich jemand schafft, einen 50er Oberarm aufzubauen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin sehr skeptisch. Ich glaube 1 bis 2 Zentimeter, aber es könnte tatsächlich sehr, sehr knapp werden. Und es könnte wirklich knapp werden. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe. Wir versuchen natürlich nicht zu fett zu werden, aber wir werden alle Register ziehen. Das heißt, da kommt dann Pump Booster rein, da kommt dann Pump rein. Und dann bin ich mal gespannt, was in ein paar Wochen passiert. Und macht einfach mal mit. Schaut mal, wie viele Zentimeter ihr aus eurem Oberarm rausholen könnt. Seht das Ganze nicht so ernst, seht das Ganze ein bisschen mit Spaß. Und denkt an die Aktion, die gerade läuft. Die ist wirklich sehr, sehr krass. Ich freue mich total darauf. Und der Sommer startet. Und ich bin sehr, sehr gut drauf. Und ich freue mich sehr. Also, meine Freunde, abonniert den Channel. Schickt mir bald, nicht direkt die ersten Bilder, sondern wenn ihr fertig seid, die Bilder. Abonniert selbstverständlich den Channel. Bleibt dabei. Schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Und die besten Supplements, Body B Nutrition, die besten Klamotten, Beerwear. Bis dahin, euer Simon.